Ja, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Jo, ich bin wieder unterwegs. Wir haben es kalt, es ist 2 Grad. Ich bin in einem neuen Waldstiegel zwar in Stopfenwald. Auf der Herüberseite von der Donaubrücke, da war ich noch nie. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an. Und heute einmal ein bisschen im Tarnmodus. Ja, schauen wir mal, was wir da alles sehen. Etliche Umgrabungen von Wildschweineln habe ich schon gesehen, relativ frisch. Ich würde sagen, schauen wir mal durch und wie seht ihr, Dschungelbuch wie immer, ne? Passt. Ja, ich muss sagen, das Gebiet ist wirklich extrem urig, gefällt mir sehr gut. Und ja, ich habe heute wieder ein paar Würstel mit und die haben wir sie jetzt da irgendwo drauf. Ja, ein kleines Lagerfeuer zumindest im Hobo werden wir machen. Ich hoffe, ich bringe diesmal ein Feuer zusammen, sonst verhungere ich. Ist wirklich eine super schöne Gegend, aber wie man sehen kann, fressen auch. Ich nehme mir da den Baum schon auf. Die haben da schon ordentlich zugeschlagen. Ja, ich bin da jetzt ordentlich durchforstet. Gefällt mir wirklich gut darin, ist richtig so umgefallen, Blättling, passt. Genauso soll es sein, taugt mir ja. Und Anzug, ich glaube 2-3 Hosen in mir, 2 Meter, die haben richtig gewartet, bis ich fast zubekomme. Und dann sind sie erst davon gezischt. Man merkt schreckt wie die wahrscheinlich. Ja, da bin ich jetzt auf eine quasi Lichtung gestoßen. Und wenn ich mir das da hinten so anschaue mit dem Schiff, denke ich mir, dass da einmal ein Wasser drin war. Immer wieder so moosüberzogene Gebilde. Schaut einfach nur geil aus. Ja, ich denke, wir werden jetzt irgendwo einen Platz suchen. Jetzt packt mich schon der Hunger. Feuer muss ich auch noch machen für meine Würsteln. Schauen wir mal, ob ich da was zusammenbringe. Und da ist ganz schön umgehoben. Ja, jetzt renne ich schon wieder gute 20 Minuten um da, also ein richtiges Platzl. Hat sich noch nicht angeboten. Ach, ich werde schon was finden. So, entweder ich nehme den da hervor oder ich nehme den da. Ich glaube, ich nehme den da. Da kann ich mich gleich ein bisschen anladen. Auch. Sicher ist sie bei mir. Ja, klar habe ich meinen Tisch heute auch wieder dabei. Und da habe ich heute zufällig was gefunden, weil der ja so spitz ist. Also diese Schutzfies von diesen Trekkingstecken passen da gut als Schutz drüber. Kann man sich im Rucksack nichts zusammenhauen. So, wir werden wir jetzt mehr Feuer machen wieder. Und natürlich habe ich wieder meinen Kleinen mit dabei. Mein kleinen Schweizer. Heute habe ich eine kleine Hilfestellung. Ein neues Hackl dabei, ein Tomahawk. Ja, das Tomahawkl hat man da Survivor Mac geschliffen, hat man es angeschliffen alles, hat man es jetzt geschickt. Ich habe es auch als Weihnachtsgeschenk von ihm gekriegt. Danke Mike, ach geil, echt geil. Und ich habe mir nur den Griff noch dunkel beizt und das war 60 cm, das habe ich mir angeschnitten. Und so kann ich Haringchen einschlagen und auch als kleines Hackl verwenden. Ich meine, ich will keine Baum fällen damit, das ist eh klar. So, was haben wir? Ich habe gesagt, ich habe heute diese Waldviertler. Ich halte euch die noch schnell in die Kamera. Waldviertler heißen die. Ah, geil. Ja,
Wir sind so weit mit Anzünden, aber da wo ich dir noch was sagen will, der Survival Mac hat mir noch was geschickt. Und zwar ein Benzinfahrzeug. Das hat sein Arbeitskollege in Spanien gemacht. Das sind Unikate und das Geile ist da, der hat die aus Patronen gemacht. So, die zahlt man da oben und dann zünden wir an und hat eine Benzinfackel. Dann kann man natürlich auch wieder schön löschen mit der Patron. Also, urgeil. So, jetzt machen wir mal Feier. Brenner tut es einmal. Der Wind geht leider auch, aber was so ist, ist halt so. Schauen wir mal, was wir zusammenbringen. So, jetzt müssen wir alle genehmigen. Natürlich haben wir wieder einen Senf dabei. Ist immer noch der Händelmeier. Und ein Stück Brot habe ich heute auch mit. Das Brot ist schwarz zum Verdienen. Dadurch nur ein Stück Brot, aber dafür zwei Stück Wurst. Ne? Freunde vom Feinsten, kann ich nur sagen. Ja, da hat der Volker von Abenteuer Hinterland und ich, glaube ich, so eine Würstel-Challenge lostreten, glaube ich. Schön ist der Volker, der hat damit angefangen. Und ich glaube, da ziehen noch einige nach. Würstel-Challenge, einfach rausgehen, ein paar Würstel machen, wurscht welche. Ist ja keine Challenge in dem Sinn. Der Olaf hat gesagt, das war eine Würstel-Challenge. Passt. Mahlzeit, Olaf. Jawohl, Frau Knoll. So, jetzt wisst ihr wieder, was kommt. Brauche ich nichts mehr dazu. Krankensaison. Gesund werden. Weihnachten steht vor der Tür. Und ja, ich überlege, ob ich es überhaupt reinlasse, ob ich es nicht rauslasse. Und natürlich alle anderen auch. Ich wünsche euch was. Prost. Ah, oh ja, gut. In diesem Sinne. Möchte ich noch was sagen? Ihr wisst, ich fühle mich wieder mit der Canon mit der M6. Haben wir da jetzt auch ein neues Objektiv noch dazu gekauft, so 11 bis 22, so ein bisschen weitwinkelig, dass man ein bisschen mehr einen Bildaufschnitt drauf kriegt und nicht die Kamera immer 3 Kilometer weit wegstellen muss. Und ich bin eigentlich komplett zufrieden mit meiner M6 und von daher werde ich auch meine Sony, die AX53, verkaufen. Ich habe schon Wilhaben eingestellt, das ist eine österreichische Verkaufsplattform. Sollte von euch wer Interesse haben, ich gebe es doch relativ günstig her. Und wenn es wer haben will, warum nicht? Sie liegt jetzt eigentlich, seitdem ich die M6 habe, schon die ganze Zeit daheim. Und bin auch früher viel mit der kleinen Sony, mit der Actioncam gegangen. Und es ist halt einfach, ja. Ich meine, die Kamera ist eine Weltklasse da und das kostet auch dementsprechend. Aber für das, dass es daheim liegt,
da kaufen wir lieber dann ein Objektiv dazu. Habe ich mehr davon. Ja, ich meine, das wollte ich euch sagen. Falls wer Interesse hat, könnt ihr mir gerne anschreiben. Wenn kein Interesse ist, könnt ihr mir ausschreiben. Nein, Spaß. Ich will das keiner aufdrängen, wer es haben will. Okay, wenn es keiner haben will, auch wurscht. Verschenken wäre es nicht, da bleibt es drin liegen, aber wurscht. Ja, aber dadurch, dass es eigentlich wirklich so kühl ist, habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass es so kalt wird, aber beim Sitzen ist natürlich auch was anderes. Ja, jetzt darf ich langsam zusammen essen, austrinken. Hobo ist eh schon leer, alles zusammen haben wir. Und dann wieder Richtung zum Auto gehen. Die Sonne ist auch schon am Untergehen. Spät haben wir es nicht überhaupt. Naja, es ist da schon 3:15. Na, dann wird es bald finster sein. Ja, wie immer müssen wir natürlich wieder zusammen am Auto. Mal schon so reinmachen. Passt, gehen wir. So, und zurück geht's wieder. Beim Gehen wird es hoffentlich wieder ein bisschen warm. Beim Sitzen ist mir jetzt so ganz schön kalt wieder drin. Aber ja, wir haben ja auch nicht Sommer, was soll's, es ist Winter. Hey, da ist schon in der Luft. Ja, Freunde, hinter mir sieht man eh schon die Freifläche. Da ist dann auch gleich der Weg. Hier da schon ein Traktor, der dürfte arbeiten. Sonntag, na brav. Ja, was soll's, ich habe jetzt noch ein paar hundert Meter bis zum Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Sag euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Machen und Pfiat euch die Buben.